Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass Hamburg sich gegen Mitbewerber wie Dubai, Tokio, Los Angeles durchgesetzt hat und die Rollstuhl-Basketball-Weltmeisterschaft nach Hamburg als Veranstaltungsort geholt hat, da kann man nur sagen, Respekt. Die AfD-Fraktion begrüßt die Durchführung dieser Sportereignisses ausdrücklich. Sportlich sind die antretenden Mannschaften hervorragend, da gibt es gar keinen Zweifel. Wer kann, sollte sich das ein oder andere Spiel live nicht entgehen lassen. Der Ansatz der Veranstalter, das gesamte Konzept auf eine breit gefächerte Reihe von weiteren Veranstaltungen zu stützen, ist sicherlich ein guter Weg, um dieser Sportart zu mehr medialer Präsenz und damit mehr Bekanntheit insgesamt zu verhelfen. Für uns als Abgeordnete der Bürgerschaft sollte das Augenmerk darauf liegen, die positiven Effekte dieses Turniers zu verstärken und für den Behinderten- und Reha-Sport allgemein und den Rollstuhl-Basketball insbesondere zu verstetigen. Wir würden uns wünschen, dass insbesondere die Schulsportprojekte, bei denen auch nicht gehandicapte Schüler Erfahrungen im Rollstuhlsport machen können, kontinuierlich fortgeführt werden. Meine Damen und Herren, nach unserer festen Überzeugung sind es solche gemeinsamen Erfahrungen, die ein tiefes Verständnis für tatsächlich Betroffene mit ihren speziellen Schwierigkeiten, aber auch ihren Leistungsfähigkeiten wecken. Wir wünschen den Veranstaltern, den teilnehmenden Sportlern und den Zuschauern den größtmöglichen Erfolg und Spaß an diesem Turnier. Vielen Dank.